Hallo euch allen, da sind wir wieder beim Madden NFL Football. Wir sind zurück in den Playoffs, haben die letzte Challenge der New Orleans Saints zu spielen. Week 8, Saints at Vikings. Up by 4 points at the start of the first half, the Saints regain the ball on the kickoff and are ready to secure their lead with more points. Stay ahead of the Vikings and win the game. Ja, es war so ein bisschen das Rematch des Divisional Playoff Games im vergangenen Jahr, als die Saints ja kurz vor Schluss in Führung gingen mit, ich glaube, einem Pünktchen oder zwei Pünktchen, und dann kam dieser letzte Pass von, in dem Fall noch Case Keenum, bevor er nach Denver gewechselt ist, auf Diggs. Der Fehler des Verteidigers der Saints, und die Vikings gewinnen mit dem letzten Spielzug das Spiel, kommen ins Championship Game, und für die Saints war die Saison beendet. Das hat den Saints echt wehgetan. Und da haben sie dann in dieser Saison sich ein bisschen für gerecht. Der Vorspann. So, Eddie George, die Marcus Ware Challenge auf Seiten meiner Cowboys. Xavier Rhodes, Harrison Smith, Everson Griffin auf Seiten der Vikings. So, dann schauen wir uns noch mal die Konstellation an, die wir hier genau haben. Wir führen mit 4 Punkten. Die Vikings punten. Kicken den Ball, Entschuldigung. Wir sind die eigene Endzone. Ei, 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 ei. Kein Return an der 25-Yard-Linie. Kommen meine Cowboys wieder aufs Feld. So, dann stellen wir mal unsere Offense ein. Wir führen mit 4 Punkten. Es sind noch 3 Minuten zu spielen im dritten Quarter. Weil es an der eigenen 25-Yard-Linie, und wir führen. Also, da lassen wir uns doch mal genüsslich viel Zeit. Werden wieder noch ein bisschen mit Passspiel üben, also ein bisschen Play-Action üben. Ich achte hier auf Keyshawn Johnson. Das ist meine Hauptanspielstation. Los geht's. Oh, da hinten ist aber einer sehr frei. Oder ich habe den Verteidiger gar nicht gesehen, der hinter Keyshawn Johnson war, weil der so klein war. Nun gut. Tja, auch so erzielt man lange schöne First Downs. Ball an der 46-Yard-Linie. Das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Smash Corner hatten wir ja schon mal Erfolg mit, als wir da auf den Running Back gespielt haben, also sprich in dem Fall hier auf Ezekiel Elliott. Ich schaue aber auch, was Sharp und Johnson auf der rechten Seite machen. Ich gebe die Mitte. Oh, ja. Na, ja, das war nicht gut gespielt. Das war nicht gut gespielt. Zweiter Versuch und 10 an der 46-Yard-Linie. Zweiter Versuch heißt, wir gehen in den Community-Bereich. Dann nehmen wir nochmal den China Special. Das ist nicht der Philly Special. So, Owens auf einer Slant Route. Auf Sharp achte ich aber auch mal, was der da macht. Ne, dann werfen wir den Ball weg. Da ist aber gar nichts mehr da gewesen. Jetzt haben wir natürlich einen dritten und langen. Jetzt ist mal langsam Schluss mit Testen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier abliefern. Four Verticals. Der Klassiker schlechthin. So, Sharp und Owens sind meine Anspielstationen hier. Na, Shannon Sharp, Incomplete Pass. Eieieiei. An der 46-Yard-Linie. Das ist so Niemandsland. So, wir spielen den aus. Play Action. Ich achte auf Amari Cooper. Der wird nämlich von einem Cornerback außen an der Seite gedeckt. Terrell Owens ist auch noch eine Option auf der Innenseite. Ja, da gehen wir auf Terrell Owens. Der ist da frei. Das ist ein neues First Down für die Cowboys an der 24-Yard-Linie. Das sah man sehr schnell, dass sich Terrell Owens auf der Innenseite gelöst hat. So, Double Post.
So, Sharp ist meine Hauptanspielstation. Oder auch nicht. Oh, den muss Ezekiel Elliott aber haben. Da war er ganz frei. Ja, das war nicht gut. Nicht gut. Ist ein bisschen der Wurm drin bei unserem Passspiel. 2. und 10. Sehen jetzt mal einen sicherer Wide Receiver Drive. Terrell Owens geht in Motion. Das ist meine Anspielstation. Ist unterwegs. Da bekommt er den Ball serviert. Wir haben ein neues First Down an der 8-Yard-Linie. First and Goal. So, Double Slants, also kurz vor der Endzone, Play Action. Ah, ich weiß es nicht. Owens und Cooper, meine Anspielstation. Keyshawn Johnson auf der rechten Seite auch auf einer Slant Route unterwegs. Oh, wo ist. Der ist nicht da hingegangen, wo er hätte hingehen sollen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Wir haben ein Second and Goal. Gehen in den Community-Bereich hinein. So, Slants. Cooper und Owens jeweils von der linken bzw. der rechten Seite. Ja, Mutterseelen allein. Sicherer Touchdown an Mike Cooper. Wir weiten also unsere Führung deutlich aus. Und liegen nach dem PET mit 11 Punkte vorne, 24 zu 13 der Spielstand. So, der Kickoff ist sehr, sehr leise geworden hier im US Bank Stadium. An der 27-Yard-Linie kommen die Vikings wieder aufs Feld. Jetzt, wie gesagt, nicht mehr mit Case Keenum, sondern mit Kurt Cousins, der ja für richtig viel Geld von den Washington Redskins zu den Vikings gewechselt ist, der so ein bisschen so als das fehlende Puzzleteil galt. Dann lief in der Defense aber vieles nicht gut zusammen und am letzten Spieltag hätten die Vikings bei den Bears gewinnen müssen, um doch noch in die, um sicher in die Playoffs zu kommen. Fumble! Nein, da spielt der Ball vorbei. Um noch sicher in die Playoffs zu kommen, aber da haben sie deutlich verloren, haben eine ganz schwache Performance hingelegt und die Playoffs damit verpasst. Allerdings war für Chicago ja auch schon in der Wildcard-Runde Schluss gegen die Eagles. Mit diesem Wahnsinns-Field-Goal-Versuch. So, wir gehen aber jetzt hier bei unserem Spiel rüber ins Schlussviertel. Mit einem dritten Versuch und 19 starten die Vikings in dieses Viertel. Von der eigenen 18-Yard-Linie aus. Weil es unterwegs ist, vollständig, aber knallharter Hit. Und diesmal wird der Fumble recovered von den Cowboys. Von den Cowboys in den Saints-Trikots. An der 20-Yard-Linie kommt unsere Offense wieder aufs Feld. Da sagen wir natürlich ganz brav Dankeschön. Play-Action-Corner. Den schaue ich mir aber jetzt aber auch mal an. Shannon Sharp ist da meine Option. Ansonsten werde ich kurz auf Terrell Owens gehen. Oder auch nicht, weil er gut gedeckt ist. Aber hier in der Mitte, alter Schwede, kann ich ja mit dem LKW durchfahren. Ich wollte sliden, aber da war schon der Kontakt da. Ball ist an der 7-Yard-Linie. First and Goal. Ja, das ist das Schöne, wenn man einen so mobilen Quarterback wie Dak Prescott hat. Wenn da wirklich mal alle gedeckt sind, dann laufe ich eben selbst. Sharp und Neal bei einer Anspielstation. Wir attackieren die Mitte. Gehen auf den Fullback und der kann den Ball nicht festhalten. Incomplete Pass. Das ist ein Second and Goal. So, Double Slants. Ich habe eben, glaube ich, schon wieder vergessen, die Two-Point-Conversion zu machen. Ich honk. Cooper und Owens von der linken, Johnson auf der rechten Seite. Alle auf Slant Routes unterwegs. Boah, was für ein Touchdown. Wunderbar gemacht von Terrell Owens. Der blieb wirklich in der Ecke der Endzone stehen, hat auf den Pass von Prescott gewartet. So, jetzt denken wir aber an die Two-Point-Conversion, die wir ja noch brauchen für die Weeklies. Oh, der wird überprüft, ob wirklich beide Füße da in Bounce waren. Eindeutig in meinen Augen. Beide Füße in Bounce. Er hat den Ball. Jetzt erst geht er ins Aus. Das ist ein Touchdown.
Also da gibt es aber keine Diskussion drüber. So, was sagen die Judges? Die Referees geben den Touchdown. Hätte mich auch extrem gewundert. So, wir versuchen jetzt unsere Two-Point-Conversions auch wieder per Slants. Cooper und Johnson von der linken, Owens auf der rechten Seite. Los geht's. Oh, ei. Da bin ich aber mal komplett in den End hineingelaufen. Joseph sagt da Dankeschön. Aber wir haben eine 17-Punkte-Führung. Also es ist ein, auch unabhängig von der Two-Point-Conversion, es ist ein Three-Score-Game, was wir hier haben. 8 Sekunden vor dem Two-Minute-Warning kommt der Return an der 2-Yard-Linie runter, wird aufgenommen von den Vikings und retourniert bis an die 30-Yard-Linie. Wir haben noch 4 Sekunden zu spielen bis zum Two-Minute-Warning. Erster Versuch und 10. Boah, starker Pass. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. First Down an der 48-Yard-Linie. Da sahen wir nicht gut aus. Da hat Kurt Cousins wirklich sehr, sehr gut geworfen. Ach, war nicht gut. Da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Erster und 10 an der 48-Yard-Linie. Wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Aber die Vikings müssen natürlich echt Gas geben. Und dann mit Laufspiel durch die Mitte. Oh. Taktisch nicht so das Cleverste, wenn du 3-mal scoren musst in den letzten 2 Minuten, um noch eine Chance zu haben in diesem Spiel. Zweiter und 12. Kurt Cousins unter Druck. Die Marcus Ware für richtig viel Raumverlust unter diesem Sack. Das ist ein 3. und 27 von der 32-Yard-Linie. Langer Pass und der ist intercepted. Ja, und der war mit Ansage. Da sagt ein Byron Jones nur Dankeschön für. An der 46-Yard-Linie kommt die Offense meiner Saints wieder aufs Feld. Wir haben einen ersten Versuch und 10. So, wir bleiben jetzt in Bounce, um den Vikings die Auszeiten zu ziehen. Also wichtig, dass wir beim Laufversuch hier in Bounce bleiben. Eddie George bis an die 39-Yard-Linie, aber die Vikings nehmen ihre Auszeiten gar nicht mehr. Das heißt, die haben das Spiel eigentlich abgehakt. So, Eddie George, Lauf über die Mitte. Mir geht es auch nur darum, wirklich die Uhr noch am Laufen zu halten. Gut, wenn ich solche Lücken habe, kann ich ja auch nichts dafür. Ups. Da springt ein Eddie George nochmal in die Endzone. So, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Two-Point-Conversions ich erfolgreich gestalten muss, aber einen haben wir ja eben ziemlich verkackt. Dann versuchen wir mal, dass wir es jetzt besser machen können. Ja, Terrell Owens, schwupps, den hat er, ganz sicher. Wieder eine erfolgreiche Two-Point-Conversion. Erledigt. 38 zu 13 damit der Spielstand. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Der Return endet an der 31. 1 Minute und 6 Sekunden haben wir noch zu spielen. Aber logisch, das Ding hier ist durch. Ich glaube, für die Vikings geht es jetzt, glaube ich, nur darum, jetzt die restliche Zeit ohne weitere Punkteschäden über die Runden zu bringen, dass hier nichts mehr passiert. Schöner Pass von Cousins. Ball ist an der 40-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 2. Vollständiger Pass und ein sehr schönes Tackle von Jeff Heath. Die Vikings nehmen ihre vorletzte Auszeit, halten die also doch nochmal an. Versuchen also zumindest noch ein paar Punkte auf jeden Fall zu scoren. Dritter Versuch und 1 von der 40-Yard-Linie. 47 Sekunden noch auf der Uhr. Eine verbleibende Auszeit hat Minnesota noch. Boah. Vollständiger Pass. Das war so eine ähnliche Situation wie beim Divisional Playoff Game in der vergangenen Saison. Nur da ist dann der Receiver Dix durchgekommen in die Endzone.
Die Vikings geben einen Down ab, halten damit aber die Uhr an. Und wir haben damit einen zweiten Versuch und 10 von der 45-Yard-Linie. Boah, was für ein Sack. Wunderbar, die Marcus Lawrence. Auch wieder für richtig Yardverlust. Das ist ein 3. und 23. Ball ist an der 42-Yard-Linie der Vikings. Cushions wieder auf der Flucht und wieder wird er gesackt. Die Vikings nehmen ihr letztes Timeout. Ball ist jetzt an der 25-Yard-Linie. Und jetzt kommt's, wir haben einen 4. Versuch und 40. Und das nicht durch irgendwelche Strafen bedingt. Das finde ich immer lieb. Weißt du, sie nehmen ein Timeout und punten dann den Ball. Hat was. An der 26-Yard-Linie Sanders mit dem Return. Kommt bis an die 48-Yard-Linie. Wir haben noch eine Sekunde auf der Uhr. Können wir da noch irgendwas machen? Ich glaube es mal nicht. Ich schaue mal, ob ich noch... Skinny Post, der ist nochmal zum Üben. Owens und Cooper schicken wir auf lange Routes. Ich schau mal, wer von den beiden frei sein wird. Ja, das wird Terrell Owens sein. Ui, fast noch eine Interception. Wir schlagen die Vikings 38 zu 13. Eine kleine Revanche für letztes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.